Ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe. Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Es war der ultimative Heartbreak für alle Gladbach-Fans. Nach 23 Jahren im Verein trat Sportdirektor Max Eberl Anfang des Jahres zurück. Jetzt ist er bald wieder da, aber nicht in Gladbach, sondern in Leipzig. Und das sorgt für richtig Stress. Warum? Schauen wir uns an. Let's go! Ausgerechnet Leipzig. Das haben sich offenbar viele Gladbach und allgemein auch Bundesliga-Fans gedacht, wenn man sich Social Media so ansieht. Viele Anhänger der Fohlen fühlen sich verraten. Denn es gibt in der Causa Eberl zwei Seiten der Medaille. Zum einen Eberls Krankheit. Denn zuallererst sollte man sich darüber freuen, dass der 48-Jährige wieder mental gesund zu sein scheint. So, dass er bald wieder durchstarten kann. Ab dem 15. Dezember wird Eberl offiziell Sportgeschäftsführer in Leipzig. Doch nun zur zweiten Seite der Medaille. Viele Fans hätten sicher kein Problem damit, wenn die Vereinslegende nun bei einem anderen Club neu anfangen würde, wenn es eben nicht Leipzig wäre. Dass die Roten Bullen generell unter den Fans kein gutes Image haben, ist kein Geheimnis. Aber das ist eben nicht der einzige Grund für die Empörung, sondern auch Sätze wie diese. RB Leipzig braucht scheinbar kein Geld einzunehmen. Das zeigt ja schon ein einfacher Blick auf das Transferdefizit der vergangenen 4 Jahre. Oder sowas. Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack. Dass RB mittlerweile auch anders wirtschaftet, ist klar. Aber die Statements zeigen, Eberl war nicht gerade ein Fan der Grundsäulen des Konstrukts. Ob der Ex-Gladbacher sich heute noch genauso äußern würde, ist den Fans natürlich egal. Sie haben ihm das eben abgekauft und hätten diesen Wechsel nie von ihm erwartet. Denn es ist immer noch ein Wechsel, kein einfacher neuer Job. Eberl steht bei Gladbach noch unter Vertrag, der hat bislang nur geruht. RB zahlt dem Vernehmen nach auch eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro für ihn. Für die Gladbach-Anhänger symbolisch, er hat sich kaufen lassen. Und dann kommt natürlich noch das Sahnehäubchen. Eberl wird wieder mit Trainer Marco Rose arbeiten, dem Mann, mit dem er bei Gladbach bis in die Champions League kam. Und bei dessen Wechsel nach Dortmund die Anhänger Sturm liefen. Der einzige, der Rose verteidigte, Eberl. Der galt damals als der arme Max, der Ersatz suchen muss. Diese Wahrnehmung dürfte bei vielen Geschichte sein. Rose und Eberl bei Leipzig, ein Albtraum für Fohlenfans. Für viele zerstört er sich so sein über Jahrzehnte aufgebautes Denkmal in Gladbach. Es bleibt die Frage, warum macht Eberl das? Er selbst sagt es so. Es herrscht ein riesiges Potenzial im gesamten Club und der gesamten Region. Dieses Potenzial zu nutzen und zu entwickeln ist eine unfassbar reizvolle Aufgabe für mich. Der Job wird sicher mehr als gut bezahlt sein, keine Frage. Aber es ist sicher auch dieses Potenzial. Denn das heißt im Klartext, solche Möglichkeiten habe ich sonst fast nirgends. Mehr Geld für Spieler, höhere Visionen und damit auch höhere Chancen auf einen Titel, den Eberl unbedingt gewinnen will. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Eberl wird selbst wissen, wie kontrovers sein Wechsel ist. Aber für diese Chance war er offensichtlich bereit, Wut und Enttäuschung in Kauf zu nehmen. Was sagt ihr? Geht Eberls Wechsel zu RB überhaupt nicht? Oder ist das eben seine Sache und eine riesige Chance? Eure Meinung ist gefragt. Ab in die Kommentare damit.